Kapselspritzer mit der Gerste, die gerade kommt, wir sehen das. Das Genifon habe ich dann letzte Woche rausgebracht mit dem Zirone, weil das jetzt zu spät wäre. Und hier ist jetzt also Elatus Vera und Balaya, das neue System der BASF. Ja, und das Besondere ist jetzt für mich hier, das ist der Acker, an dem ich feststelle, dass hier ein schwerer Ton kommt, ich mit der 4 cm tiefen Bearbeitung im Herbst rauskomme. Also ob das ertraglich Einbußen hat. Bisher sieht man die Gerste hier sehr voll gestanden. Das scheint also erstmal gar nicht zu fehlen. Das entscheidet natürlich nachher die Waage. Aber so erstmal sieht das sehr gut aus. Jetzt so volle Ernte, voller Bestand bei nur 4 cm tiefer Bodenbearbeitung. Da bin ich sehr gespannt, was die Waage nachher anzeigt nach der Ernte. Also so rein optisch wirkt der Bestand absolut voll und gleichmäßig. Nicht, dass er irgendwie also problematisch aussieht. Das könnte also ein Zeichen, also aus jetziger Sicht ist es erstmal ein Zeichen, dass die Bodenbearbeitung scheinbar auf diesen strukturstabilen Ton ausgereicht hat. Vielleicht sogar besser war. Also ich bin da sehr gespannt auf den Ertrag. Ich werde das ja vergleichen mit den Vorjahren und mir dann also in der Ernte da ein Bild machen, ob ich mit der ganz flachen Bodenbearbeitung, 4 cm, tatsächlich auskomme. Ertraglich. Sehen, dass es gibt also hier bald Regen, das ist ja auch sehr schön, ist angesagt, Regen und Gewitter. Und deswegen ziehe ich also diese Gerstenspritzung so 3-4 Tage vor. Sonst hätte man sagen können, hier wartet man noch ein bisschen, bis die Gären weitgehend raus sind. Aber dann ist es von der Vorhersage zumindest schwierig mit dem Spritzen vom Wind und vom Regen her. Ja, was ich jetzt erstmalig in meinen Jahrzehnten der Tätigkeit in der Landwirtschaft dabei habe, ist ein Insektizid in der Abschlussspritzung. Das liegt jetzt nicht daran, weil es ein Insektensterben gäbe. Das liegt daran, weil es einfach so kalt ist. Da war die letzten Wochen, dass die Insekten, also die Läuse in diesem Fall, sich nicht entsprechend entwickelt haben. Das ist jetzt hier ein Befall gegeben. Das gibt es auch ganz anders. Wir sehen das aber auch im Raps. Da sind ja kaum Rapsglanzkäfer unterwegs, gut wie gar nicht. Also das ist jetzt nicht ein Zeichen von Insektensterben, das ist ein Jahreseffekt, weil es den Läusen, Rapsglanzkäfern und so weiter einfach zu kalt ist. Ja, das sind die Doppelflachstalldüsen, 300 Liter Wasser, das ist also hier weiter ja Standard. Das verbessert aus meiner Sicht auch die Wirkung von Fungiziden noch ganz, also sichert das ab. Es kommt dahin, wo es hin soll mit 300 Liter Wasser. Ist eigentlich eine schöne Sache. 8 Stundenkilometer Fahrgeschwindigkeit und dann ist das auch eine ordnungsgemäße Fahrbahn. Ja, wir sehen hier noch die Benetzung jetzt von der Spritzung. Das ist hier also diese feinen Punkte, die auch da unten noch zu sehen sind, bis ganz runter. Wir sehen also, wer da genau hinschaut, überall noch Benetzung. Das heißt, hier bei Windstille kommt man tief in den Bestand. 300 Liter Wasser gehen schön tief. Das Mittel wirkt ja von unten nach oben. Also ab da unten, wo das Mittel hinkommt, nach oben hin, wirkt es. Hier kommen also die Grannen. Der Bestand ist insgesamt auch sauber. Die Vorbehandlung war halt das Protendo, also Proteokonazol, Tebokonazol. Mit dem Wachstumsregler, den Zirone letzte Woche, das Etiphon. Und der Bestand ist also sauber und auch schon, ja, einigermaßen stabil. Trotzdem gebe ich also Dünger bei der Gerste immer erst, wenn die Ähren raus sind. So wie es in meinem Fachbuch von 1990 steht, die ältere Ausgabe von 1978. Heute düngt man ja eher die Gerste, das mache ich nicht. Da bin ich also zu ängstlich, dass mir die umkippt. Denn die ist ja ganz schön hoch. Sie sehen das hier, die geht also gut über den Gürtel hinaus. Und ja, ist schön sauber, hat alles gut geklappt, steht voll da.
und scheint also auch vom Bestandsbild her, von der Bodenbearbeitung, jetzt keine Mängel zu haben. So, also gesund bis unten hin. Auch der Halmgrund ist in Ordnung. Da ist jetzt keine, außer natürlich die äußere Blattscheide, keine Verbräunung festzustellen, so Richtung Halmbruch oder ähnliches. Das sieht gut aus. Aber entscheidend tut natürlich nachher der Ertrag, ist klar. Kann man jetzt nicht sagen. Aber eben ziemlich lange Pflanzen, wie das bei der Gerste so ist. Deswegen bin ich da mit der Düngung, mit dem Zeitpunkt der Abschlussdüngung etwas zurückhaltend. Und da möchte ich schon die Ähren sehen. Vorher dünge ich die Ährengabe, die Abschlussgabe hier nicht.